Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Kopf. Heute machen wir weiter mit Futterbeschwagen. Jetzt geht unsere Aufgabe, so einen Heuballen wieder zu geben. Also lasst uns die Tiere glücklich machen und heute noch einen schönen Heuballen mit in der Futterration geben. Nachdem du deinen Nachbarn neulich bei der Heuernte geholfen hattest, hat er dir zum Dank noch ein paar Ballen auf deinen Grasfeldern gepresst. Die Ballen hat er in den Unterstand vor dem Stallgang gelagert. Geh noch weiter. Und da kommt garantiert Gabel tauschen. Wechsel den Ambockgerät zum Ballenspieß. So, das machen wir. Die werden wir gleich mal hier lassen. Ja. Brauche ich hier sowieso. Ja, mit Kuh, ne? Aber immer runterfahren, ne? Dann machst du Rabatz von der Höhe. Hydraulik muss man vorab bauen normalerweise. So. Ja, er wird noch nicht gut. Gut, da gehen wir jetzt zum Ballenspieß. Und die Ballen sollten wohl liegen. So, ist besser. Da haben wir ihn. Kurz mit 4. So, gut. Fahre zum Ballenunterstand. Jetzt habe ich geahnt, dass er weit weg ist. Normalerweise voller Aufzug werden müssen. Aber das macht ja nichts. Ein bisschen mal die Blickrichtung ändern, ne? So. Lade einen Ball auf den Ballenspieß. Das heißt, es geht nicht. Und die Joysticks hier, das ist ja hier, was ich mindestens so haben möchte. Ne? Joystick soll schon funktionieren. Also hier kleine von. So. Runter geht's einfach, hoch ist schwierig. Anführungszeichen, ne? Wir müssen den ja sowieso hochheben. Also wir verlieren nicht. 7 automatisch. Also automatisch wird der Ball in diese Position gebracht. Ne? Also von daher geht es mit 7. Bei mir ist Taste 7 belegt. Also muss ich meistens aussuchen. Und der Krieg hast du belegt und nur das andere geht noch zu Recht nicht mit dem runterheben, das ist ein bisschen schwierig. Bin ich ganz froh, wenn ich keinen Ball. Heuballen beladen muss, ne? Da würde ich eher vorziehen mit dem Sammelwagen das Heu lose einlagern. So, das sind drinnen der Heuballen, das ist gut. Taktor mal wieder abstellen. So. Jetzt sollen wir Tröge 2, 3, 4 und 5 ins Futter auf. Machen wir mal Traktor aus. Oh, Taste mit Windows. Glück gehabt.
das Windows hier feind. Nämlich gerade die Windows-Taste gedrückt und dann kommt meistens das Bildschirm von Windows ungünstig. Für eine Aufnahme, sonst wäre es nicht so tragisch. So, rein in den B-Track. So. Wir haben 11.000 hier drin. Ein paar zerquetschte. Ich befürchte, dass es nicht reichen wird, ne? Aber auch mal das Beste. So, also 2, 3, 4 und 5. Verdammt spät zum Fütter normalerweise. Zum Mittag. Ich muss früher aufstehen, Junge. So, beginnen wir mit. Stahl Nummer 4, ne? 4, 3 und 4 können wir gleich machen. Bremse. Oh, hier sind Mäuse. Mal gucken. Denn ich möchte nicht hier wieder verkehrt füttern, ne? Also die 1 mit der kleinen Futter haben, ne? So, ein Stück weiter vorfahren. Bremse. Super, 3000 Euro, ne? Ja. Jetzt geht's nochmal zurück. Ist aufgeregt. Gucken. Na, das passt schon so. Müsste hinkommen, ne? Das ist 3, ne? 5. Warum will der jetzt nicht geben? Dann machen wir erstmal die linke Seite. Geduld, mal gucken, was hier funktioniert hier. So, das müsste hinkommen. Ungefähr. Lieber was nachgeben hier, ne? Der mischt nicht. Ah, jetzt geht's, okay. Gut, wenn wir jetzt hier die Seite wechseln. Oh. Wie hängt das nochmal? Ja. Ehrlich gefragt, ist jetzt. Ich hab's vergessen, ne? Aber gut, das ist jetzt nicht so tragisch. Wir fahren mal raus und wieder rein, ne?
Ich weiß, man kann es irgendwo einstellen, aber ich hab's echt vergessen jetzt, ne? Also. Aufpassen, dass ich den verkehrten fütter, sondern wirklich die richtigen Boxen, ne? Das dürfte passen normalerweise. Jetzt habe ich die richtige Menge gefüttert, auch nochmal zu wenig. Man muss anscheinend immer erst rausfahren und in eine neue rein. Trinke dann die nötige Menge, so wie jetzt. Kann sein, dass wir nichts mehr füttern müssen. Aber ein bisschen. Start hat mir gedrückt gehabt, ne? Jo. Na. Will er nicht? Rausfahren. Gibt's doch gar nicht, wieso nicht? Ah, jetzt geht's. Das war nochmal zwei. Drin habe ich noch 5000. Mal schauen. Wieder rausfahren, wieder reinfahren, ne? Weil ich könnte das mal mit der Maus aktivieren irgendwie. Dass man das tauschen könnte. Links, rechts. Mal schauen. Ja, morgen habe ich einen Termin bei der Werkstatt, Auto, Winterreifen. Das müsste passen. Und naja, kein Stress, aber halt. Unerhoffter Termin, ne? Also unerhofft. Termin war schon irgendwie klar, dass ich machen musste wegen Winterreifen, aber. Doch nicht jeden Tag so, ne? Und komm, was ist nun los hier? Können wir zurückfahren? Vielleicht klappt er da. Der beide Punkte. Fortschritt am Liter. So gut, dass das von Tag zu Tag. Außerdem solltest du auf die Gesundheit der Tiere achten. Das gehört auch zu den Aufgaben eines Landwirts. Der Tiere hält. Die tägliche Kontrolle der Tiere. Da wir genug Futter für 2 Tage produziert haben, können wir noch den Futtermischwand noch mit Nacht behalten.
Galim am besten irgendwo unter, damit das Futter nicht vermischt, verschmutzt. Dann fahren wir am Park nicht mal, ne? Soll morgen auch reichen? Na gut. Park ihm irgendwo unter. Ja, dann fahren wir hier in den Stand. Irgendwo ist gut, ne? Ist das frei? Da ist frei, dann fahren wir da rein. Mit Traktor, ich ahn Schlimmes. Oder montier krank, ich muss einen Arzt suchen. Das kann auch sein. So, dann ganz kurz ausmachen. Gut, gehen wir zum Haus. Wie verlangt. So, Zuschauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Auch für heute ist wieder mal eine Folge fertig. Ja, dann sagen wir tschüss, ciao, ciao. Ich wünsche allen einen schönen Resttag. Oh, Sonntag. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag und einen schönen Advent. Ich habe schöne Beine vergessen. Tschüss, ich winke, bis dann und ciao und tschüss. So, Ende, aus.